So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hero of the Kingdom 3. Wir haben jetzt die 30er Schlösserknackfähigkeit. Endlich. In welchen anderen Höhen waren die 30er Fähigkeit auch noch gewesen? Deswegen checken wir mal ein bisschen kurz hier was ab. Und die meisten sind 30er. Aber könnte mit dem Dietrich immer knapp werden. Ja? Ich habe jetzt noch nicht irgendwo gesehen, wo ich die kaufen konnte, oder? Fehlt immer noch der Skill. Ah ja. Hier auf einmal kann ich eine Kiste aufmachen. Ein Schatz. Hier brechen mir zu viele Dietriche ab irgendwie. Salz. Her damit. Super, jetzt ich habe 39, leck mich. Voll beschmu. Sechs Fleisch und zwei Stoßzähne. So, die brauche ich alle nicht hier. Algen kann man mitnehmen. Oh, hier ist wieder alles gespawnt. Sehr gut. Können wir uns Gegengifte machen wieder? Ah, keine Ausdauer mehr. Ich glaube, Fleisch hat hier gefehlt fürs Gulasch, ne? Sonst haben wir, glaube ich, alles. Okay, wunderbar. Dann müssen wir ein bisschen was essen. Und dann haben wir wieder genug. 84, ne? Das hat die 7, die ich letztens weniger bekommen habe, auf jeden Fall ausgeglichen. 280 Minimum, also 350. Naja, fast. Mehr Moos, mehr Algen. Aber schon lange keine Perlen mehr gefunden. Was habe ich gebraucht? Ein Eisen, ein Ding, das brauche ich noch, eine Bergbaufähigkeit. Dann kann ich Silber abbauen. Hier will wohl nichts sein, ne? Können wir Schlösser knacken. Ein schönes Schmuckstück. 80 Gold. Super. Dann werden wir ganz kurz mal in die, oh, Feuerblumen, sehr gut. In die Höhle gehen. Und jetzt hier gleich noch so ein Giftsack von der Schlange. Ich glaube, die Schlangen, die droppen das. Kein Gift mehr. Kein Gegengift. Weg mit dir. Oh, ein Silberschwert benutzt. Okay, hat leider nicht viel gebracht. Fünf Fleisch, ein Zahn. Und hier war noch eine 30er Kiste drin, die ich endlich aufmachen kann. Oh, hier ist nochmal Eisen. Sehr gut. Und dann habe ich Silber und damit kann ich ganz viel abbauen.
Schick. Ach, guck mal, die war schon. Das ist dann abgebaut quasi, oder? Seht ihr, das ist ja schwarz, schwarze. Schwarze Hinterbliebenschaften quasi. Okay, Salz brauche ich gerade nicht mehr abbauen. Feuerblumen? Ja. Gib mir Silber. Danke. Dann bauen wir das erstmal ab. Viel wertvoller. Gucken wir hier noch kurz rein. Da haben wir noch ein bisschen Silbererz. Ah, 50 Gold, glaube ich, pro Stück, oder? Nehme ich. Grummel, grummel, grummel. Nicht kaputt gehen, Spitzhacke. Bleib am Leben. Ach, sehr gut. Was war hier unten? Ja, viele Trolle. Okay, okay. Was habe ich denn gebraucht? Ich glaube, ich habe mehr Gift gebraucht, ne? Mehr Gegengift. Feuerblumen sind sehr gut, immer mitnehmen. Alle 80er Dinger und mehr müssen wir mitnehmen. Kann man gut verkaufen. Gold. So, achso, ich muss mehr Waffen schmieden, ne? Ja, das wäre eine super Aufgabe gewesen. Oder das wäre eine super Möglichkeit gewesen, 3000 Gold zu sparen. Wenn ich die ganzen Dinger nicht gekauft hätte. Aber gut. Getan, erledigt, kann man nicht mehr ändern. Gegengift. Ne, ein Gift. Dafür habe ich das Moos geholt. Schrägstrich die Algen. Okay, ich darf die Eisenerzdinger nicht mehr verkaufen. Ja, ich hätte doch ein Stück weitergehen sollen. Dann hätte ich halt mir 3000 Gold gespart. Das wäre super gewesen. Weil ich brauche quasi die Erfahrung für die für die Spielkunst. Ah gut, whatever. Mein tolles Silberschwert ist zerbrochen. Genauso wie mein Schwert ist kaputt. Silberschwert, Schild. Na gut, ah, kann man jetzt auch nichts machen. Ein Troll und dafür brauche ich 4 Heiltränke. Kein Thema. Ich brauche eh noch ein paar Heiltränke gegen die Trolle. Mein Mörser ist zerbrochen, oh nein. Haben wir uns gleich 2 Stück davon. Ich werde hier bestimmt noch einige Tränke brauen. Was haben wir denn an Skill? Hier ist 100, das ist okay, da fehlt überall noch ein bisschen was. Und dann töten wir den Anführer der Orks. Und haben das damit quasi erledigt. Du hast es geschafft. Du hast den Ork-General besiegt. Du bist unser Held. Die Orks sind besiegt, aber Grey Valley ist noch nicht völlig sicher. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn der Weltenbrecher seine Drohung wahrmacht. Ich muss mich so schnell es geht mit dem König treffen. Durch das Haupttor wirst du nicht reinkommen, so viel ist sicher, aber es gibt einen anderen Weg in die Stadt. Der Bürgermeister berichtet mir von einer Straße, die über den Damm zum alten Friedhof führt. Die Katakomben unterhalb des Friedhofs enden direkt unter der Stadt.
Geh über den Damm zum alten Friedhof. Okay, Salz ist jetzt erstmal nicht das, was ich brauche. Oh, Schlösserklang. Bergbau will ich ganz gerne anderweitig hochbekommen. 49, Schmiedekunst 3. Ja, das ärgert mich sehr, muss ich sagen. Dass ich das ganze Geld dafür rausgehauen habe. Also, wie stark, wie viel habe ich denn? 72, fehlen noch 3 für den Minotaurus. Ach, auf einmal kommt da ein Ork. Ja, doch ein Ork. Ein Troll. 71? Das ist aber close. 100 Gold und leider keine Links bekommen. Keine Erfahrung. Ist da eine Schlange? Okay, Mensch. Ein Skelettritter. Psst. Hier. Hinter den Büschen. Ich bin's, Brom. Brom versucht in die Stadt zu gelangen, aber fürchtet sich vor den Monstern, die im Friedhof aufgetaucht sind. Er würde lieber mit mir kommen. Was brauche ich dafür? Heiltränke. Aber das Gute ist, Eisenerz kann ich mir kaufen, das muss ich nicht abbauen. Falls ich dann wirklich am Ende zu viel Geld haben sollte, kaufe ich mir Eisenerz und dann crafte ich den ganzen Kram. Ich nehme mich schon 100? Nee. Ich krieg ja mal noch nichts. Ein bisschen Gulasch. Kochen ist immer noch nicht auf 100. Dabei koche ich schon seit dem Anfang, wie blöd. Ein neuer Kessel muss her, eine neue Pfanne und noch einen neuen Kessel. Ich benutze da sicherlich noch ein bisschen was. Wurzeln habe ich nicht mehr ganz so viele. Habe ich gerade gesehen, 12 Stück oder so nur noch. Okay, das muss erstmal reichen. 80! Es steigert sich. Stell dir mal vor, ich müsste immer noch wie 10 oder 20er Nahrung hereinhauen. Das wäre wirklich abartig eklig. Da sehe ich Nachtschatten. Ein silberner Kriegshammer ist schon wieder zerbrochen. Brauche ich einen neuen. Genauso wie den silbernen Speer, den habe ich auch nicht mehr. Dusch, dusch, dusch. Ein Schild. Das ist doch schön, wenn ich dafür ein Schild bekomme. Und mein Schild ist kaputt. Na gut. Habe ich aber gleich einen Ersatz bekommen. Ist der schon wieder kaputt? Den habe ich doch gerade erst gekauft. 250? Ein bisschen teuer, wa? Haben wir irgendwo Alternativen? Nein, nicht wirklich. Ich könnte schmieden, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. So, wir sind nämlich auf 75 Kraft. Das heißt, wir könnten gleich die Minotaurus töten. Was? Bam! Stirb! So, hier ist nichts. Wirklich. Absolut nothing. Okay, aber zumindest ein Ungetüm gekillt. Auch wenn das echt nicht viel gebracht hat.
Leider gibt es ja keine Questlog. Das finde ich ein bisschen schade, welche Quests noch offen sind. Klar kann man sehen, wenn man hier überall durchgeht, aber vielleicht will ich nicht überall durchgehen. Vielleicht habe ich da gar keinen Bock drauf. Oh, eine Questlog wäre schön. Ein Hirsch, oh doch, den nehmen wir mit. Ein bisschen Jagdkunst. Hö? Zwei Dinger bekommen? Ich habe 9 Fleisch gerade bekommen. Nehme ich, warum nicht? Wildschwein nehme ich mit. Ich habe den Hirsch gelegt. Okay. Guck ich nochmal genauer jetzt nach. Ob ich denn nicht noch eine doppelte Belohnung bekomme? Okay, auf jeden Fall kriege ich hier viel Gold. Hä? Huh? Ein Hirsch? Ein Hirsch. Ich habe keine Pfeile mehr. Die haben eine ganze Weile gehalten, die Pfeile, muss ich sagen. Wirklich. 100 Stück waren echt Ewigkeiten haben die gehalten. Auch hier müsste ich gleich auf 100 sein. Mein Bogen ist zerbrochen. Gehen wir noch kurz hier den Weg entlang. Und okay, Nachtblumen nehmen wir mit. Bringt uns das Wildschwein den 100. Skillpunkt, wenn ich einen Bogen hätte. Und tadam! Erhöht deine Bogenfähigkeit auf 100. Meisterbogenschütze. Das nächste wäre quasi Kochen und Fischen. Ne, Alchemie ist das nächste, 95. Easy going. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen. Ach komm, Bergbau kann man doch noch mitmachen. Sonst kriege ich die Punkte, glaube ich, nicht voll auf 100. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.